Bad Boys for Life hat seinen zweiten Trailer erhalten und ich bin schon massiv gespannt, ob wir bei diesem 2 Minuten und 34 Sekunden Trailer nunmehr auch ein bisschen mehr zur Story erfahren. Der erste Trailer, den findet ihr mit meiner Reaction übrigens da oben oder da, ich weiß nicht, wo das erscheint, bot ja an sich One-Liner und ein bisschen Action und noch mehr One-Liner. Dementsprechend erhoffe ich mir tatsächlich jetzt etwas mehr von Trailer Nummer 2 und hoffe auch, dass Marcus und Mike uns ein bisschen mehr über ihren Gegner erzählen. Vielleicht kommt der auch diesmal selber zu Wort. Wir werden sehen. Bad Boys for Life. Trailer Nummer 2 und play. Scheiße, Mike. Es geht. Lass mich einfach fahren. Ja. Du hast deinen verdammten Verstand verloren. Nicht mal das Batmobil hat eine bessere Straßenlage als diese Kiste. Enge Hosen und schnelle Autos machen aus dir nicht Batman, Mike. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Lass mich aus diesem scheiß Wagen raus. Geil! Mike, wir haben mehr Zeit hinter uns als vor uns. Mann, bitte, ich werde noch Kriminelle jagen, bis ich 100 bin. Yeah. Ich nicht, ich gehe in Rente. Was ist aus Bad Boys fürs Leben geworden? Wird Zeit, dass wir Good Boys werden. It is Bad Boys for Life. Wer zum Teufel will diesen Song singen? Mike, ich stecke Sie in ein neues Team. Sie arbeiten jetzt mit der Ammo. Captain Ammo ist eine Highschool-Musical-Boyband mit Kanonen. Du siehst toll aus, Opa. Du bist also der Typ. Einen gibt's immer. Bis es ihn nicht mehr gibt. Das gefällt mir. Teamwork. Geil. Boah. Marcus, jemand versucht mich zu töten. Wer will sie töten? Ich traue niemandem, der ihn nicht töten will. Scheiße, setz mich auf die Liste. Vielen Dank, Marcus. Wir haben es verstanden. Aber Familie ist das Einzige, was zählt. Ich lasse dich nicht allein auf so ein Selbstmordkommando. Ein letztes Mal? Ein letztes Mal. Geil. Nice. Oh, Scheiße! Steck ein! Das ist ein Pitbull! Los, komm, jetzt mach schon! Zum Teufel haben die ganzen Helikopter! Mike! Wow! Oh, Mann, gehört meiner Frau! Sicher die Vordertür! Sie weiß es immer! Ach, wie geil! Das ist ja super! Ich komme nicht klar! Ich muss mal meinen Kaffee holen! Oh Gott! Alter, mir fällt hier alles gerade hin. Schon Mist, ey. Sie weiß es immer. Okay, der Trailer ist geil. Okay, also das ist wirklich, die Mische macht's einfach immer wieder gut. Martin Lawrence und Will Smith haben in Bad Boys schon in den 95er Jahrgang-Film richtig abgerissen, haben mir richtig gut gefallen. In 2003 war die Action nochmal um ein Vielfaches potenziert, die Interaktion aber nicht minder lustig. Und hier dieser Film, da gibt's auch Actionsequenzen, die vielleicht sogar an diese Villa-Szene aus dem zweiten Teil Bad Boys 2 herankommen könnten, wo ich aber noch nicht so wirklich sehe, dass es da genau so eine totale Zerstörung abgeben wird. Aber nichtsdestotrotz, alter Vater, endlich sind die zurück. Es hat ja jetzt nur 16, beziehungsweise 2020 kommt der Film ja raus, 17 Jahre lang gedauert. Am 16.01.2020 ist es ja soweit, also gar nicht mehr so lange, in 3 Monate. Oh, Moment. Aber die Chemie hier, die stimmt einfach wieder. Martin Lawrence als Marcus geht halt in Rente. Mike ist dann alleine, kriegt ein neues Team, das er anführen soll oder dem er sich anschließen soll. Und irgendeiner versucht ihn zu killen. Wer das ist, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber Martin Lawrence als Marcus hat es schon richtig festgestellt im Trailer. Die haben ziemlich viele Helikopter. Also wer auch immer dahinter stecken mag, der hat Knete. Vielleicht ist es ja sogar jemand aus dem neuen Team. Man weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall schon Feuer und Flamme für diesen Film. Einzig und allein deswegen, weil die bekannte und altbewährte chemische Formel von Bad Boys, nämlich Witz, Humor,
Action gepaart mit Martin Lawrence und Will Smith einfach bis dato immer funktioniert hat. Nebenbei dann noch dieser visuelle Eindruck, den ich auch von Gemini Man hatte. Will Smith hat es einfach noch drauf und es ist korrekt, dass Mike hier auf jeden Fall sagt, er ist noch nicht so weit, er macht so weiter, bis er 100 ist. Das allein diesen Esprit, diesen Style, den lebt er an diesem Trailer ja auch schon aus. Also ich finde das bombastisch gut, dieser Trailer macht mega Laune. Ich gucke mir jetzt noch einmal an und sage auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal Tschüss, ne? Vor allem, weil ich bis dato noch nicht so wirklich sonst Story-Relevantes rausziehen konnte, macht es keinen Sinn, jetzt hier noch weiter zu philosophieren, was denn dieser Film uns sagen möchte inhaltlich. Story ist soweit klar, Mike soll getötet werden und Marcus kommt aus der Rente zurück, aus dem Ruhestand und beide hauen nochmal auf die Kacke, weil es ist das Motto Bad Boys for Life. Und dementsprechend nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach...